Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Ich sehe in der Klamotte fantastisch aus. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Passt zu dir. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Solche Gestalten. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Ranrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Okay, wenn wir zum Schloss zurückkehren, dann kommt das einiges verdeckt von diesem schönen Outfit. Wir tragen das Schöne drunter. Die Handschuhe lassen wir an, die haben Stil. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Ja, du musst für die Nacht in der im Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Chance. Eine Schnellreise. Die große Treppe. Wo ist denn der Gemeinschaftsraum?
weiß nicht mehr, wo der Gemeinschaftsraum ist. Da nicht. Genau hier. Willkommen in Hogsmeade, abgeschlossen. Haben wir geschlafen, nächster Morgen schon? Oh, wir haben eine Eule. Seit wann denn das? Du hast Eulenpost erhalten. Kommen Sie zu mir, ich habe etwas in den Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Interessant. Jo. Passender Bulle. Ich habe nicht ausrüsten können aus irgendeinem Grund. Such hier mal neue Sachen. Scan des Medaillons. Ist es doch mit dabei? Nee, nur nicht. Jo, dann will ich mal dieses hübsche Location und Hufflepuff. Kommen nun. Da haben wir unsere wunderbare Heldenrüstung drunter unter dem Hogwarts-Gewand. Ja, ich würde mal sagen, mit diesem schönen Bild machen wir es heute mal. Kommen wir heute mal zu Ende. So gerne ich das auch noch weiterspielen würde. Ich werde auch langsam. Ja, ich werde langsam. Mein Kopf ist dicht. Wir nähern uns der 5 Stunden. Der 7 Stunden Marke. Für den Stream. Gut, Hogwarts Legacy. Da wären wir. Sortieren sich Bücher gerade selber ein. Hier fliegen sie umher. Was ist denn das hier für ein sammernder Schädel? Ob
Okay, das mit den 3 Stunden stimmt auf keinen Fall. Ich weiß nicht, was das Spiel da gemacht, was das Spiel. Also ich habe mal so in der Aufnahme nachgeguckt, wir müssen mindestens 4 Stunden, 4-5 Stunden müssen wir gespielt haben. Steam sagt, glaube ich, auch 4 irgendwas Stunden. Also auf geht's weiter mit Max Tonks. Also wir haben die Schulleiter Black. Das fängt hier gerade super an. Ich weiß gerade nicht, wie der Schulleiter wäre, ob das wirklich Canon ist. Das kann ich mal gerade googeln. Ins Harry Potter Lexikon. Also vor Dumbledore war Dippet. Ja, was? Sekunde. Na komm. Okay, Armando Dippet. Newt Scamander. Newt Scamander war irgendwann mal, irgendwann im 20. Jahrhundert steht hier, dass er mal Hogwarts Schulleiter war. Phineas Nigelus Black, das war das genau der, das ist der Hausmeister, den wir hier haben. Und das war das irgendwann im späten 19. Jahrhundert bis vor 1926. 90er bis. Okay, wir sind auf jeden Fall nach 1876, weil 1876 war Eupraxia Mole, die Schulleiter, die Hogwarts Schulleiterin. Okay, so viel dazu. Wir haben jetzt den Auftrag, mit Professor Fick zu reden. Da ein bisschen Neues in Erfahrung zu bringen, einen neuen Auftrag anzunehmen. Mal schauen, wie weit wir. Wie weit wir heute im Auftrag kommen, in die Mission kommen werden. Wie weit ich jetzt hier erkunden werde. Ich versuche mal was. Okay, das finde ich interessant. Das finde ich interessant, weil ich habe mal einen Part von Dagi RP gesehen. Und da ist er als männlicher Charakter hier die Treppe hochgegangen. Und als männlicher Charakter die Treppe hochgehst, dann klappen die sich ein und du rollst auf wie auf einer Rutsche runter, dass du nicht hoch zu den hohen Schlafzimmern kommst. Zum weiblichen Schlafzimmern. Scheinbar ist das aber so, dass wir hier mit dem weiblichen Charakter mit Hexe sehen nichts, was uns aufhält, hier ein Schlafgemach der Männer reinzugehen. Das ist höchst interessant. Das würde ich nur gerade mal ausprobieren, weil wir es letztens irgendwie nicht gemacht haben. Hier irgendjemand, mit dem wir sprechen können. Ein Stückchen Kuchen essen. Und mal hier so weiter schnabulieren hier im Aufenthaltsraum. Bei jeder Möglichkeit mit sowas reinstecken, dann sind wir
am Ende Kugel rund hier in des Abenteuers. Okay, ich sehe hier gerade aber keinen, den wir sprechen können. Einen fetten Mönch können wir auch nicht reden. So fett ist er gar nicht. Aber wir gleich. Wenn wir so weitermachen. Okay, hier ist das Gemälde, hier ist glaube ich der Zugang zur Küche. Aha. Rebellio. Handbuchseite. Birnenporträt. Wenn man die Birne auf diesem Stillleben einer Obstschale kitzelt, kehrt sie und verwandelt sich in einen Türknauf, der den Zugang zur Küche und zum Hogwarts von Hogwarts freigibt. Können wir das machen? Wir sind da offensichtlich nicht in der Lage zu. Und die Birne kitzelt. Sehr schade. Und dürfen sie nicht sicher. Angst vor der Treppe. Hui! Sehr passend, dass er mich Zwerg nennt. Können wir wie Peeves auf der. Nein, können wir nicht. Sehr schade. Aha. Das habe ich auch nicht verstanden, was das damit auf sich hat. Ein Horn. Wieder mal auf Abenteuertour? Exakt. Aha, die sich bewegenden Treppen. Ich erkunde hier mal ein bisschen. Bewusst irgendwo aha und bewusst irgendwo wird zu einer Quest zu gehen. Ich habe mal die Stundenleser und den Punkten. Sieht alles noch relativ leer aus. Und hier bei Hufflepuff sehe ich schon ein paar Punkte. Haben wir schon ordentlich verdient. Rebellio. Ich war doch was. Stundengläser mit Hauspunkten. Diese großen, verzierten Sanduhren, die Rubine, Diamanten, Saphirons Markt enthalten. Sind so verzaubert, dass sie stets die jeweiligen Hauspunkte für Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin anzeigen. Okay, Rubine sind es bei Gryffindor, Smaragde, Saphire. Sind das Diamanten bei Hufflepuff? Das wäre ja fantastisch. Einmal aufspringen und die Diamanten mitnehmen. Hier raus will ich nicht. Ich werde mal gucken, ob ich mal den Turm, da war ich schon hoch, dass da mal ein bisschen, dass ich mal den Turm besuchen kann. Ich weiß noch nicht, wo die anderen Bäume sind. Wir griffen das auf jeden Fall in einem der Türme
Und Ravenclaw ist auch in dem Turm. Vielleicht können wir zumindest mal versuchen, in einen anderen Gemeinschaftsraum einzukommen. Ob uns das gelingt, ist eine andere Sache. Ich bezweifle es stark. Wir haben ein Rätsel. Diese Rätsel verstehe ich ganz ehrlich gesagt nicht. Die haben irgendwas mit dem hier zu tun. Einwohner. Ah ja. Müssen wir bestimmt irgendwie in die richtige Richtung drehen, dass da was passiert. Ich sage ja immer, Reisen große Treppe. Das ist eine Truhe. Ah, mega Power Tank. Trophäenraum. Der hat auch Bedeutung, zumindest in den Büchern. Hogwarts Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung einem Rebell Garlic, Hufflepuff im siebten Jahr. Von Aron über Mistelzweige und Spubotuglern bis hin zu springenden Knollen. Ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen. Und wir haben jetzt ihr Schild geklaut. Das ist ja nicht so nett. Verwandlung ist mit. Revelio! Da gibt es irgendwas. Eine große Trollrüstung. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Ja, ja. Da kommen wir nicht lang. Holzbrille mit goldenem Gestell. Ah, ja. Salutierende Soldaten. Ausdauerbalken haben wir hier nicht. Wollen wir den ganzen Tag durchs Haus rennen. Das ist ein ziemlich hoher Turm. Okay, weiter hoch geht's aber auch nicht. Einmal auf die Map geguckt. Okay, wo sind wir gerade? Wir sind hier bei der großen Treppe. Der Astronomieturm war doch eigentlich. Das ist im anderen Haus, okay. Wo war denn der Gryffindor-Gemeinschaftsraum? Da war doch auch an einem, auf jeden Fall an einem der Türme. Bin schon wieder am Rumstottern. Hallo, ich hab doch hier auch irgendwo einen. Das ist, soweit ich weiß, direkt an der Treppe. Hab hier unten einen Eingang. Dass das der hier, das hier ist. Die fette Dame sah aber anders aus. Ich gehe da mal auf Spurensuche. Nein, hier nicht.
herrlich blau aus. Ravenclaw-Turm. Ah, okay. Das heißt, hier muss irgendwo der Gemeinschaftsraum sein. Hier wird's neblig. Ah, hier ist der Eingang zum Ravenclaw-Raum. Rebellio! Türköpfe von Ravenclaw. Um in den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum zu gelangen, muss man mit Hilfe von Logik und Verstand ein recht esoterisches Rätsel lösen, das der Türklopfer in Adlerform stellt. Können wir das nicht machen, haben wir nicht die Möglichkeit. Vielleicht bin ich ja Ravenclaw. Möchte hier rein. Man offensichtlich an der Robe zu erkennen, nein, aber wir dürfen es nicht mal versuchen. Eigentlich müsste man ja auch als nicht Ravenclaw-Schüler es versuchen dürfen. Okay, den Ravenclaw-Turm haben wir gefunden. Das ist der hier. Gryffindor-Turm ist entweder hier oder hier. Ah ja. Das Slytherin-Raum ist im Keller. Wo weiß ich, habe ich auch noch nicht herausgefunden. Ravenclaw. Ui. Können wir draußen immer einen schönen Blick auf das Gelände. Da pfeift ein Zug. Ist das der Gryffindor-Turm? Ich ignoriere jetzt mal die Tatsache, dass wir so ficken müssen. Ich hab Bock erstmal zu erkunden. Vielleicht treffen wir irgendwann zufällig auf ihn. Oh, eine Buchseite. Unterrichtsraum Wahrsagen, okay. Ach, die Brücke hier. Kennt man aus Harry Potter 7. Aus dem Film 7.2. Hier findet ein entscheidender Kampf zwischen Voldemort und Harry statt. Ich bin heute aber umhusten. Aha. Molchaugenschutz wurde okay. Verrückte Sachen. Oh, ein Hinweis. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, das nochmal die Sammlung hervornehmen. Aha, hier ist die Sammlung an den
Orten nur waren. Melbrüm. Naja. Ich belasse es mal dabei. Ja gut. Jetzt müssen die Fragezeichen, ach so, das Fragezeichen muss hier das ergeben und das andere Fragezeichen muss das ergeben. Jetzt habe ich aber die Karte gar nicht, das Ding gar nicht mehr. Muss da nochmal nachgucken. Jetzt müsste ich mal wissen, was Schlange ist. Dreiköpfige Schlange. Das müsste vielleicht irgendwo in den Sammlungen drin sein. Oder im Inventar. Talente, den Skill haben wir noch nicht freigeschaltet. Die Karte. Hätten wir mal einen Screenshot davon machen sollen. Gekreuzte Stäbe müssen wir auch mal verfolgen. Tja. Nachlesen wir den Professor Fick gerade mal. Aha. Ein geheimer Raum. Bisschen trainieren. Das ist gar nicht geheim, das war der Wahrsagenraum. Unai. Stellvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black, stelle als Professorin für Wahrsagen an der Schule, na gut, Schule Fexrennen zur Breite anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unser angesehenesten Lehrerkollegium zu haben. Bitte informieren Sie uns so bald wie möglich über Ihre Pläne. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Professor Mafilda Wiest.